Nee, weil ich hasse es, Musikvideos zu sehen. Aber Sucht ist ein verfickter Movie geworden. Einfach ein, ich sag mal, Video zwischen 40 Minuten und einer Stunde. Mit ganz vielen Sachen, die noch nie im Internet zu sehen waren. Die auch zu hart fürs Internet sind und so. Ja. Einfach eine kleine eine Doku ist auch nicht wirklich, Digga. Einfach ein Zusammenschnitt, Digga, der extrem lange geht mit ungesehenem Material aus meinem Leben, von wo ich fucking 16 bin bis heute. So. Yeah. Also ist wirklich sehr, sehr cool. I don't fucking care, bro. Ich gönne mir eine Pause von der Musikindustrie / von kompletten Internet, Social Media und Shit, Digga. Nachdem mein Album gedroppt ist, Digga, verpisse ich mich erstmal für ein paar Monate. Und wenn ich nach den paar Monaten nicht wieder Spaß habe und Bock auf die ganze Sache, dann verpisse ich mich für immer. Einmal schau, dass mein Bruder Mathis, Digga, der mal wieder meine Wohnung sauber gemacht hat. Aber Bruder, was hast du hier gemacht, Bruder? Ich will gerade aufs Klo gehen. Okay, Mathis, okay, Digga. Romantiker. Das wird ein richtig schöner Schiss. Motherfucker, ich lebe hier. Hä? Nee, ich sag nichts extra ab oder so. Wir nehmen jetzt zwar neue Angebote nicht mehr an, weil ich eine Pause machen will nach dem Album. Also es werden alle Angebote, die jetzt an Clubshows oder so reinkommen, werden alle direkt abgelehnt. So nehme ich alles nichts mehr an. Aber alles, was jetzt noch angenommen wurde, so wo ich zugesagt habe, mache ich natürlich. Außer die Festivals kommen auch noch auf die Idee zu sagen, Herr Thilo, nee, die war nicht. Digga, was denken eigentlich manche Menschen von mir? Leute, ich putze mir jeden Tag die Zähne. Das kriege ich tatsächlich noch hin, Digga.